Ja, hallihallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute möchte ich dir zeigen, wie man wunderschön eine Tulpenvasenfüllung machen kann. Ja, wir brauchen dazu einfach ein schönes, grünes, großes Glasgefäß. Wir brauchen Tulpen und wir brauchen wunderschönes Geäst. Wichtig ist bei den Tulpen, wir brauchen ganz wenig Wasser, damit wir einen wirklich coolen Frühlingsdeko-Trend 2022 in unser Wohnzimmer zaubern können. Wir brauchen ein großes Glasgefäß und wir brauchen schönes Geäst. Wichtig ist für diese Kreation, dass wir wirklich ein Glasgefäß haben, das wirklich genügend Platz hat für unsere Äste und damit wir Äste haben, die auch ein wenig verzweigt sind. Also wenn wir da alles so langweilige, geradlinige Äste haben, dann bringen wir wirklich keine schöne Glasvasenfüllung hin. Aber wenn wir alles so geäst haben, dass da etwas verzweigt ist, dass etwas, Bewegung ins Spiel bringt, dann haben wir da eine ganz gute Lösung bereit. Wichtig ist, dass wir da keine Blätter, keinen Dreck in das Gefäß reinmachen, sondern dass wir wirklich da schön sauber arbeiten und besonders auch darauf achten, dass das Wasser schön sauber bleibt. So haben wir dann eine gute Basis hingearbeitet für unseren Frühlingsdeko-Trend 2022 mit Tulpen im Glas. Jetzt kann man überlegen, lasse ich die Tulpen schön rausgüchseln oder versorge ich die Tulpen ins Glas hinein und lasse sie so ein wenig hinausschauen. Denn wir müssen uns ja bewusst sein, die Tulpen haben kein geregeltes Längewachstum. Das heißt, je mehr Wasser sie aufsaugen können, umso schneller werden die Tulpen dann auch wachsen und dadurch auch, höher aus dem Glas hinausschauen. Du möchtest noch mehr über Tulpen erfahren, du möchtest noch mehr wissen, wie man Tulpen gut pflegt und was man machen soll, damit die Tulpen wirklich schön aussehen, auch nach ein, zwei Tagen, dann schreib doch einfach mal ein Mail in die Kommentare, damit ich das sehen kann und dann auch reagieren kann und dir vielleicht schon bald noch mehr Tipps und Tricks zu Tulpen geben kann. Wichtig ist, was ich dir schon jetzt verraten kann, dass beim Tulpen dekorieren, dass wir darauf Acht geben, dass wir die Tulpen nur ganz leicht schräg anschneiden. Man kann sie auch mit der Baumschere anschneiden, so dass wir da wirklich nicht zu viel Leitungsbahnen freigeben und damit die Tulpen dann auch nicht zu schnell aus der Kreation rauswachsen werden. Ich schaue, dass ich die Tulpen schön parallel ins Glas reinlege, dass sie da nicht zu wild aussehen unten, und schaue auch, dass wir da am Schluss unsere Kreation ein wenig mit Geäst auffrischen, und so haben wir auf die Schnelle eine ganz einfache, schöne Tulpendeko kreiert. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir Spaß gemacht, denn ich sag mal, Tulpendeko-Trend 2022 für dein Wohnzimmer mit dem Blumenmann angeschaut zu haben. Wenn es dir Spaß gemacht hat, drück jetzt einen Daumen nach oben in die Kommentare und schreib mir rein, welche Farbe du am liebsten hast der Tulpen. Ich liebe diese gelbe Strunkoltulpe. Sie ist wunderbar, sie bleibt super, sie verfleddert nicht, sie hängt nicht, sondern sie bleibt so schön in dieser wunderschönen Tulpenform. Ja. Dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.